In diesem Lernvideo gebe ich euch einen kurzen Überblick zum Thema Stoffwechsel und all seinen Formen. Unter Stoffwechsel versteht man zunächst einmal ganz prinzipiell alle chemischen Veränderungen in einem Organismus. Wir befinden uns somit in der Biochemie. Und folglich zählt der Stoffwechsel auch zu den wesentlichen Kriterien, die ein Lebewesen als solches ausmachen. Denn ohne Stoffwechselaktivitäten wäre Bewegung, Reizbarkeit, Wachstum und Fortpflanzung unmöglich. Der Ort für Stoffwechselvorgänge ist stets in den Zellen. Des Weiteren ist Stoffwechsel immer an Energie gekoppelt, die je nach Reaktionsrichtung abgegeben oder aufgenommen wird. Sehen wir uns jetzt die einzelnen Varianten des Stoffwechsels im Detail an. Prinzipiell stehen hierbei Anabolismus und Katabolismus gegenüber. Unter Anabolismus ist der aufbauende Stoffwechsel zu verstehen, bei dem energiereiche organische Moleküle aus anorganischen energiearmen Molekülen aufgebaut werden. Merken könnt ihr euch das ganz leicht vom Namen her über Anabolika. Das sind Mittel, die manche Bodybuilder einnehmen, um Muskelmasse, die ja letztlich aus Zellen und diese wiederum aus energiereichen organischen Molekülen bestehen, aufzubauen. Typischerweise ist der Anabolismus stets endergonisch, da diese Vorgänge ja Energie benötigen, um komplexe, energiereiche Moleküle herzustellen. Eine Variante des Anabolismus ist die Assimilation. Durch diesen Begriff wird zum Ausdruck gebracht, dass körperfremde Substanzen in körpereigene umgewandelt werden. Eine Assimilation und somit auch einen anabolischen Vorgang kennt ihr alle, die Photosynthese. Anabolisch, weil Kohlenhydrate als komplexe energiereiche Moleküle aus anorganischen Molekülen wie CO2 und Wasser hergestellt werden. Assimilation, weil CO2 und Wasser körperfremde Moleküle sind, die in körpereigene umgewandelt werden. Der zum Anabolismus gegenläufige Prozess ist, wie bereits erwähnt, der Katabolismus. Hierbei wird immer Energie freigesetzt, es sind also stets exergonische Vorgänge, da jetzt ja energiereiche zu energiearmen Molekülen zerlegt werden. Und der Gegenentwurf zur Assimilation ist hierbei die Dissimilation, also aus körpereigenen werden körperfremde Substanzen. Im Tierreich unterscheidet man nun zwischen Organismen, die alle benötigten energiereichen Stoffe selbst synthetisieren können, also den autotrophen Lebewesen, und den Lebewesen, die energiereiche Substanzen von außen aufnehmen müssen, die dann als heterotroph bezeichnet werden. Hierbei kann dann noch durch Präfixe wie Chemo oder Photo genauer spezifiziert werden, woher die Organismen ihre Energie beziehen. Also Photo steht hier für das Sonnenlicht als Energiequelle und Chemo für die Oxidation, also die chemische Zersetzung energiereicher anorganischer Stoffe, wie dies Nitritbakterien beispielsweise praktizieren. Weitere Videos zum Themengebiet Stoffwechsel findest du hier per Anmerkung verlinkt. Bitte bewerten und abonnieren nicht vergessen, sofern noch nicht geschehen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Video, eure Streberfabrik.